Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gonna. Wir schauen uns jetzt den Plattformauflieger mit Kran an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom lieben Modder Pascal Kautz. Gibt es in dem PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um mit diesem Gerät hier spielen zu können. Vielleicht kennt der ein oder andere den Pascal. Den haben wir nämlich unter anderem den Lizard Roadrunner zu verdanken. Das war hier dieses speziellere LKW-Gerät, der hinten so eine Art, ja, so eine Mischung aus LKW und Paletten, also so Gabelstapler war. Könnt ihr euer Mod-Hub bei denen mal durchklicken. Der hatte viele Gabelstapler und so alles halt mitgemacht. Ist auf jeden Fall kein Unbekannter. Und der hat jetzt diesmal hier diesen Plattform-Trailer gemacht mit Kran. Was sehr schön ist. Ihr seht schon hier Mods DLC, Plattformauflieger mit Kran. Wir haben zwei was im Inhalt. Einmal den Plattform-Trailer, ne, und einmal eine dazugehörige Palettengabel. Schauen wir uns erstmal den Trailer generell an. Wir haben hier 12,2 Tonnen und wir haben 58.000 glattende Anschaffung, 2.958 im Leasing. Vier Config-Blöcke, Anhängerkupplung, Hauptfarbe, Felgenfarbe, Kennzeichen. Anhängerkupplung können wir uns entscheiden zwischen Standard, sprich hier hinten gar nichts, oder dementsprechend hier mit Zugmaul hinten. Ist links versetzt, wie ihr hier seht, solltet ihr gegebenenfalls drauf achten. Ansonsten Hauptfarbe, es sind diverse Farben zur Verfügung. Das ist im Endeffekt die Rahmenfarbe hier mit allem drum und dran. Dazu dieses Grau selber von den Dingern könnt ihr nicht umstellen. Genauso wenig wie das Gelb. Und die Felgenfarbe ist Felgen. Kennzeichen bekanntermaßen Kennzeichen, ne? Ist klar. Die Palettengabel selber könnt ihr hier noch passend zu eurer Hauptfarbe dazu auswählen. Ansonsten ist es einfach nur eine Palettengabel für 2000 Euro. Deswegen sind wir da relativ schnell durch. Schauen wir uns das gute Stück einmal in dem Falle an. Also wir sehen hier, stinkt normaler Trailer. Ne? Wir haben im Endeffekt drei Achsen hinten mit dran. Normale Sattelkupplung ist klar. Hier diese Kennleuchten an der Seite oder Seitenmarkierungsleuchten. Unterfahrschutz hier in dem Falle mit drin. Ihr seht Kollision. Wir glitschen also schon mal nirgendwo rein. Das ist sehr schön. Wir haben Kontis hier mit drauf. 385, 65, 22,5. Das auf allen drei Achsen in dem Falle. Hinten haben wir die ganze Auswahl, was wir haben wollen. Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten, Warnaufkleber hier mit drauf. Achtung, Fahrzeug schwenkt aus. Lizard natürlich, Kennzeichen mit dabei. Hier hinten haben wir einmal den Kran mit dazu. Der hat dementsprechend auch Kollision, ganz klar. Wir können uns hier oben drauf auch bewegen. Wie gesagt, ihr seht diese Stützwände vorne, hinten. Die haben alle Kollision. Spanngurte können wir hier ranschnallen, kommen wir kleiner mit dazu. Ansonsten alles easy. Gegenüberliegende Seite hier den gleichen Spaß in grün, ne, hier Kurbel, um die Stützfüße hochzufahren, und dann ist es das gewesen. Hier vorne halt noch die Anschlüsse. So oder so, texturtechnisch gesehen top, auch was ja die Palettengabel angeht, da kann man jetzt nichts dagegen sagen, slash irgendwas verkehrt machen. Switchen wir also mal direkt hier zur Demonstration. Da erstmal hier die Basics, dynamische Kabel, Schläuche und Co. sind natürlich alle mit dran, ist klar. Wenn ich hier die komplette Lichtanlage nutze, also Blinker links, Blinker rechts, Warnblinker, Rückwärtsleuchten, Bremslichter, Kennzeichenbeleuchtung und KKG, alles mit dabei. Ihr habt hier hinten jetzt keine Spielerfigur oder auch keine Kamera am Kran. Es gibt entweder nur das oder das. Das ist es gewesen. Damit müsst ihr leben. Mit der Taste X können wir hier die Seiten, Dinger öffnen in dem Falle. Also die Seiten klappen. Da gehen sogar hier, zack, die Dinger mit runter. Sodass ihr das sogar, wenn ihr den Kran proaktiv nicht benutzen wollt oder nicht immer benutzen wollt, könnt ihr auch einfach hier, zack, runter und das Ganze so verladen. Ist auch kein Problem. Dann ist der Rest mit der Maus zu steuern. Also, linke Maustaste seht ihr hier, aber als erstes solltet ihr die rechte Maustaste nutzen, weil da fahrt ihr einmal von oben nach unten die Achse aus, von links nach rechts diese Achse hier. So, dann haben wir die linke Maustaste, da können wir uns dann einmal schwenken, links, rechts, beziehungsweise ein- und wieder ausfahren damit. Auch kein Problem. Ihr seht, der Kran hat selber eine Beleuchtungseinheit mit dazu. In einem PET 6 wäre das, also fürs hintere Arbeitslicht, falls ihr mal Licht brauchen solltet. Spanngurte mit Taste L, wie immer. Ne, ist klar. So, jetzt können wir natürlich hier, das ist ein bisschen der Vorteil, wir können fahren, auch wenn die Dinger unten sind, wir klitschen da mit der Achse im Endeffekt durch, macht also nur bedingt Sinn für die Leute, die realistisch unbedingt unterwegs sein wollen, aber ne, da lasse das Ding hier einfach oben, Punkt, fertig, aus, Mickey Maus, ne? So, ich mache das Ganze jetzt mal hier, der Kran, wie gesagt, lässt sich auf eine gewisse Länge schon ausfahren, ich mache es mir jetzt einfach mal hier ein bisschen einfacher, da fahren wir ganz ab, und wenn wir jetzt vorne nur die normale Standard-Dings haben, also sprich ohne das ohne die Palettengeschichte hier, dann können wir das Ganze hier einmal mit aufnehmen. Ich müsste einfach nur mal in dem Falle hier ran. Jawohl.
und ein bisschen weiter ausfahren. Und dann seht ihr hier schon, wenn ich über den Big Pack bin, ne, der Trigger ist relativ groß. Kann ich jetzt einmal über Q anhängen und dann kann ich jetzt hier die Big Packs ohne irgendwelche Probleme mitladen. Ne, das funktioniert hier ausgezeichnet. Hier gibt es dann noch eine Besonderheit. Beide Maustasten gedrückt halten, nach vorne und nach hinten, kann ich hier sogar diese Kranplattform verschieben. Ist auf jeden Fall witzig, habe ich so noch nie gesehen. Weiß auch gar nicht, ob das im Real Life, ob sowas gibt in dem Sinne. Also muss ja irgendwie, ne? Aber man kann das hier verschieben, wenn man jetzt sich hier ganz vorne irgendwas hinstellen will. Ne, man ist jetzt nicht so der Gelenkigste oder der Profi beim Beladen. Kann ich ja einfach vorne ran, kann das Ding hier absetzen und zack, ne? Was willst du mehr? Und dann, fahre ich einfach wieder zurück. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. So, mache ich das Ding einmal fest. Dann haben wir ja noch einmal die Palettengabel. Und da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Oder was ist ein bisschen komplizierter? Da braucht man ein gewisses Feingefühl. Also für die Grobmotoriker unter euch, unter anderem bin ich einer, könnte das vielleicht eine relativ nervige Geschichte sein. Aber gut, probieren wir es. Also, wir gehen erstmal mit den Dings hier ran. Und ihr seht schon, wie gesagt, Trigger ist extrem weit. So, dann kann ich hier einmal den machen. Und kann jetzt einmal über die linke Maustaste hier auch wieder, habe ich jetzt hier vorne noch separat so eine Führungsschiene, ne, die da noch mitgeht, wenn ich das Ganze ausfahren möchte. Ne? Also das ist in dem Fall auch kein Problem. Mit der rechten Maustaste kann ich jetzt hier unten das Ganze machen. Ich kann hier mit den beiden mittleren Maustasten das Ganze auch wieder drehen. Auch alles in dem Falle kein Problem. So, ich muss jetzt aber erstmal hier ein bisschen dran, deswegen werde ich mal hier den ganzen Spaß ein bisschen so machen. Dann werde ich ein bisschen weiter nach oben. Ein bisschen weiter nach oben, danke. Werde ich das Ganze hier irgendwie, ich kann nämlich in dem Falle mich hier gerade nicht weiter drehen, weil ich hier die Gruppe ändern muss. Na, ihr seht, ihr könnt hier oben über die einzelnen Gruppen entweder die Steuerung von hier oben haben, wo es aber nur vorwärts, rückwärts geht, oder ihr schaltet dann hier wieder auf die Gruppe um, dass das so passt, wie es passt. So, dann versuche ich jetzt das Ganze einfach mal hier so. Und mache das Ganze hier, beziehungsweise eigentlich müsste ich es ja über die Steuerung machen. Ich mache mir Giants Physik. Okay, okay. Ja, versuche das Ganze mal hier weiter. Ah, es gelingt mir. Es gelingt mir so halb, sage ich mal. Ne? Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter. Ja, so ein bisschen weiter vor, aber ich kann nur einfach jetzt mal, na. Ja, ein bisschen weiter hoch, ein bisschen weiter mal hier wieder einschwenken. Ihr seht schon, man braucht, wow, etwas Feingefühl dafür. Aber wenn man es hat, da gehe ich mal stark davon aus, dass das viele von euch haben, dann ist das auch weniger das Problem. Ja. Jetzt habe ich es eigentlich auf der richtigen Position. Eigentlich soll man ja nur den Kran bewegen und nicht hier das ganze Kfz. Ich versuche es jetzt mal. Ich mache ein bisschen weiter höher. Nee. Aber ich bin auch gerade schon wieder voll ausgefahren. Ich versuche jetzt mal hier durch noch ein bisschen was zu machen. Boah. Ist aber nervig, Alter. So. No, gucken wir mal. Ja, okay, gut. Das sollte soweit für meinen Geschmack erstmal reichen. Hier seht die Spanngurte selber. Ihr seht, ich habe das Ding jetzt hier einmal auch mit dran. Also habe jetzt die Spanngurte im Endeffekt hier für die Palettengeschichte auch mal versucht zu aktivieren. Ihr seht mehr oder weniger, ist das da nicht mit drin, also sprich, es ist und bleibt eine wackelige Angelegenheit. Uiuiuiui. Aber gut, man muss so sagen, ich bin ja fast voll ausgefahren und alles, ne, ist klar. Und jetzt versuche ich mal hier runter zu gehen. Versuche hier mal das Ganze noch irgendwie zu drehen. So. Oh, ja. So, genau. Und jetzt versuchen wir. Ja, so geht's. So geht's auch. Ist nicht elegant, aber so geht's am Ende des Tages auch. So, mehr oder weniger ordentlich verladen. Ne? Ihr könnt euch wieder beruhigen. Für alle, die Hände schon wieder zusammengeschlagen haben. Ne? Kann ich hier Spanngurte dran machen. Kann das ganze Ding hier zuklappen.
Ne, kann den Kran ablegen, wie ich ihn ablegen will, und kann dann in den Sonnenuntergang ganz romantisch fahren und sagen, dass ich ein guter Verlader bin. Ne, so weit, so klar, so schick, so schön. Ja, alles das, was es machen soll, funktioniert. Lok ist sauber, wir reden hier ungefähr von 12 MB. Könnt ihr also definitiv keine Fehler damit machen. Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung, verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss.